Ja, hallo liebe Abonnenten, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich habe gedacht, ich mache jetzt kurz ein Video, ich schiebe das jetzt kurz zwischen rein. Und zwar handelt es sich hier um die Modern Masters Mythics, beziehungsweise um einige Rares, die angeblich in dem Set reprintet werden. Es sind ja schon einige bekannt. Wir wissen ja, dass der Tamogolf kommt, wir wissen, dass die Clique kommt, wir wissen, dass der Emrakul kommt, wir wissen, dass der Edge Champion kommt. Und ja, damals, als Modern Masters 1 rauskam, hat ein Mann hat eine Liste rausgegeben, gesagt, hier, das sind die Mythics, die auf jeden Fall kommen werden. Ich habe die Produkte auch schon früher bekommen. Und die Karten, die er vorausgesagt hat, die haben gestimmt. Und da schauen wir einfach mal hier auf die Liste, bei seinem Post damals, 25. Mai 2013. Da sehen wir ein Bild von den Mythics, die er damals, die damals in dem Set reprintet wurden, die er vorausgesagt hat, dass sie darin kommen werden. Und es kann natürlich sein, dass es auch fake ist, dass es nicht stimmt, aber ich gehe mal davon aus, es hat auch schon ein englischer Kanal ein Video dazu gemacht, von daher habe ich gedacht, ich mache das Ganze jetzt mal noch auf Deutsch. Und wenn man sich die Liste anschaut hier, hier mal noch vielleicht auf der Seite, wo er es gepostet hat, auf MTG Salvation, die ganze Liste, wenn wir uns die Liste hier mal noch auf Reddit anschauen, wir haben Tamogolf, okay, über Bob, also Dark Confident, wurde ja auch schon viel spekuliert, dass er kommt, ist ja auch einfach noch relativ teuer, ist trotzdem im Mythic Slot, also wir müssen bedenken, wir wissen nicht genau, wie hoch die Auflage von Modern Masters 15 ist, vorher wissen wir nicht ganz genau, werden die Karten überhaupt fallen, wir haben die Karten im neuen Design, vielleicht gefallen manchen die Karten im neuen Design besser, so zum Beispiel die Clique, ja, da sagen einfach einige, dass sie sogar teurer wird, wie die anderen Cliquen, einfach aus dem Grund, dass das Artwork, dass sie das schöner finden und das neue Kartendesign, mal abwarten. Dann hat sich ja schon Emrakul angekündigt, wurde ja schon gespoilt, ganz am Anfang. Und ja, Ulamog Kozilek passt natürlich dazu. Ulamog wurde zwar schon mal reprinted in einem From the Vault Set, aber sind einfach alle noch relativ teuer. Passt vielleicht auch dann zu dem im Oktober zu, ja, jetzt fällt mir leider ein Battle for Zendikar. Passt vielleicht dann auch, nochmal die Karten einfach zu reprinten. Genauso wie All is Dust, auch eine super nette Karte. Dann die ganzen Modern Staples, die einfach zu teuer sind für die Fähigkeiten, die sie haben. Natürlich mega gute Karten, aber einfach zu teuer. Tesseretz the Seeker für Artefakte, Elesh Norn, super gute Karte, die den gegnerischen Kreaturen -2/-2 gibt. Unseren +2/+2, Iona, auch eine super Karte. Dann, ja gut, wenn Elesh Norn kommt, könnte man ja auch denken, Borinclex müsste auch kommen. War ja, mal abwarten. Also es sind ja auch, glaube ich, nur 13 Stück von 15. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 von 15 Stück. Also zwei fehlen noch, zwei Mythics, die auf jeden Fall noch kommen werden. Dann Splinter Twin, auch eine sehr viel gespielte Modern-Karte. Ich bin im Modern nicht hundertprozentig so drin, aber auch über den Mox Opal wurde ja ganz, ganz viel schon spekuliert, ob er kommen wird. Und ja, er kommt. Sehr wahrscheinlich. Und Khan wurde ja auch schon gespoilt. Dann haben wir die 5 Commands. Ganz wichtig, Cryptic Command. Cryptic Command, eine Karte, die natürlich top ist, aber 40 Euro. Hm, ja, genauso wie Nobel Hierarch. Auch eine super Karte, wird auch reprintet und die halt im Rare Slot. Ganz wichtig, Goblin Guide, der Mage, der Fulminator Mage, ebenso auch Top-Karten, aber einfach wahnsinnig teuer und das sind einfach super Karten, die sie da reprinten werden, die in dem Set kommen werden. Ich bin gespannt, ob die Liste stimmt. Falls es nicht stimmt, dann könnt ihr mir gerne an die Google springen, dass ich ein Video dazu gemacht habe. Wenn nicht, dann schaut euch mal die Karten an, was ihr dazu sagt. Mich natürlich interessiert natürlich eure Meinung. Was meint ihr zu der Liste? Ich halte es für sehr, sehr glaubwürdig. Könnt ihr auch ein bisschen mal auf MTG Salvation ein bisschen lesen noch, was andere Benutzer dazu meinen zu der ganzen Liste. Und ich finde es sehr cool. Ich freue mich über die Karten und ich werde ja auch ein Display bekommen und werde dieses Mal ein Display sogar mit euch zusammen aufmachen. Ich habe nichts verraten. Ja, ich werde ein ganzes Display mit euch aufmachen. Hoffe natürlich, dass wir da einige Karten bekommen, die was an Wert sind. Wenn wir überlegen, wir haben 24 Booster, das heißt, wir müssen ungefähr 3 Mythics bekommen.
Kann natürlich super laufen, wenn wir einen Tamogolf ziehen, beispielsweise eine Clique und einen Confident. Das wäre natürlich optimal. Da haben wir die maximale Ausbeute und dann vielleicht noch einen Cryptic-Command und am besten noch einen Hierarch dann. Natürlich werden die Grass auf jeden Fall im Preis fallen. Ist nur die Frage, wie viel sie fallen werden. Ob sie wirklich nur 5 Euro fallen oder zum Teil mehr. Bleibt einfach abzuwarten. Ich finde die Karten sehr cool. Ich habe zwar die Karten, die ich für meinen Commander, wo ich normalerweise spiele, die ich brauche, die habe ich. Und natürlich ist es auch ein bisschen ärgerlich, wenn ich mir überlege, ich habe noch 2 Elesh Norn, ich habe noch eine Iona, ich habe noch einen Mox Opal, ich habe noch 2 Ula Mox, ich habe noch 2 Corsilex, ich habe noch eine Clique, ich habe noch einen Cryptic Command und so weiter. Ich habe da auch echt einige Karten davon. Und man muss sich natürlich bewusst werden, ich habe die Karten jetzt. Und natürlich kann das sein, dass die Karten da den Preis fallen werden. Nicht ärgern. Könnt natürlich die Karten auch verkaufen, wenn ihr sie jetzt habt und dann später wieder einkaufen. Aber würde ich auch nicht unbedingt machen, weil nachher steigen die Karten dann doch oder ähnliches oder fallen doch nicht groß im Preis. Kann man natürlich riskieren, wer sich da den Aufwand machen möchte. Soweit ein kurzes Infovideo zu Modern Masters, zu den 15 Mythics. Und wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf das Set. Ich freue mich wahnsinnig drauf und seid gespannt mit mir und freut euch drauf auf das Display, das ich mit euch aufmachen werde. Und wir werden auch privat dazu natürlich einen Draft veranstalten. Freue ich mich auch wahnsinnig drauf. Hat letztes Mal sehr, sehr viel Spaß gemacht. Kleine Info vielleicht noch am Rand. Falls ihr privat ein Limited-Turnier dazu macht, vermutlich ein Draft. Wir haben uns damals überlegt, oft ist es ja in lokalen Läden so, dass am Ende die Rares verpickt werden. Das ist zum Beispiel was, was wir schon in der privaten Runde nicht machen. Das, was man sich aus den Boostern pickt, das behält man. Am Ende wird dann kein Rare-Pick gemacht. Und bei Modern Masters haben wir uns überlegt, wie ist das? Wir reißen die Booster auf und zählen Tamogolf und machen den aber im dritten Booster auf und spielen beispielsweise komplett, sind komplett in Schwarz drin mit Rot Splash oder ähnlichem und ziehen dann einen Tamogolf. Und rein theoretisch würde man dann im Draft keinen Tamogolf picken, weil man ja im Draft gut abschneiden möchte. Das heißt, man würde ja danach Wert picken. Das heißt, man würde dann trotzdem den Tamogolf rausnehmen oder sei es die Clique oder Corsilek, nee, Corsilek ist farblos, oder sei es Iona, was einfach nicht reinpasst dann. Deswegen haben wir damals in der privaten Spielrunde ausgemacht und haben gesagt, hey Leute, machen wir es doch einfach so. Wir machen das Booster auf. Die Karten, die man möchte, die man auf jeden Fall am Ende haben möchte, die schreiben wir auf den Zettel. Haben dann die Karten, die wir aufgemacht haben, die man gerne behalten möchte, auf den Zettel geschrieben. Und am Ende des Turniers haben wir es dann so gemacht, dass jeder die Karten, die er aufgeschrieben hatte, die in seinen Boostern auch wirklich drin waren, bekommen hat. Hat den Vorteil, dass man sich mehr auf das Draften konzentrieren kann und nicht merken kann, oh mein Gott, jetzt kommt da noch ein irgendeine gute Ankommen oder wirklich auch eine gute Rare im dritten Booster, die wirklich was an Wert hat, die momentan noch 40 Euro an Wert hat. Aber die möchte ich einfach nicht weitergeben. Ich möchte die nicht weiter schenken, weil das ist was, was man einfach nicht so schnell aufmacht, so eine Karte, die so viel an Wert hat. In den normalen Sets. Und von daher, mein Vorschlag an euch, könnt ihr, wenn ihr das privat auch so macht, könnt ihr es natürlich auch so machen. Oder ganz klassisch den Rare Pick, was wir aber, wie gesagt, in der privaten Spielrunde nicht machen. Von daher, überlegt es euch. Kleine Info noch dazu einfach am Rande von mir. Und dann würde ich auch sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Und bis dahin. Ciao.